Die ExtraQ wurde 2017 gegründet mit dem Ziel, intelligent gestaltete Unterstützungstechnologien zu entwickeln. Der Hintergrund liegt in einem universitären Projekt, dem Projekt Smart Assist an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, in dem wir seit 2014 Exoskelette erforscht haben. Ein Exoskelett kann man sich vorstellen wie ein Kraftanzug, der unterstützt einen dann, wenn man es braucht, und es macht es einen leichter, schwierige Tätigkeiten durchzuführen. Unser Exoskelett ist wie ein Rucksack mit Armen dran und die unterstützen einen dann, wenn man insbesondere über Kopf arbeitet. Hierbei werden Lasten von schwächeren Körperregionen über das Exoskelett umgeleitet in stärkere. Zum Beispiel von der Schulterregion auf die Hüftregion, die viel mehr Lasten vertragen kann und dann auch körperliche Beanspruchung dementsprechend reduziert wird. Grundsätzlich fängt es bei uns immer so mit an, dass wir eine Idee haben, die wir dann umsetzen wollen. Und das Ganze fängt erstmal als CAD-Modell an, wo wir den Aufbau eigentlich überprüfen und dementsprechend auch benötigte Bauteile direkt ausleitend auf den 3D-Drucker drucken. Der nächste Schritt ist dann immer der mechanische Aufbau. Was wir hier vor Ort durchführen, sind biomechanische Analysen. Wir schauen uns an, wo die muskuläre Entlastung am Körper besonders groß ist, wo das Exoskelett hier optimal unterstützen kann, um dann auch im Langfristigen die Entwicklung von muskuloskeletalen Erkrankungen optimal zu präventieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ExtraQ vereinen verschiedene Hintergründe. Darüber hinaus verzahnen wir Wissenschaft und industrielle Praxis. Unsere Mission ist es, den Menschen am industriellen Arbeitsplatz zu unterstützen, zu stärken und vor körperlichen Schäden zu bewahren.